Ich heiße euch recht herzlich willkommen mitten aus dem Wald. Ich bin jetzt wirklich ein ganzes Stück abseits der Wege, weil ich hier meine Ruhe haben möchte, weil es doch einiges zu besprechen gibt, beziehungsweise einige neue Informationen für euch, wie es so in den nächsten Wochen weitergeht mit dem Kanal, was ich so vorhabe in den nächsten Wochen. Ihr habt schon aus den Clips davor gesehen, ich bereite mir hier schönen Kaffee zu. Meine Hängematte hängt hier, weil ich keine Lust habe, mich hier irgendwo auf den nassen Waldboden zu setzen. Ich habe jetzt auch noch einen Tab dabei, das könnte ich jetzt auch noch abspannen, aber das spare ich mir jetzt an dieser Stelle, weil ich einfach mal hoffe, dass es nicht wieder anfängt zu regnen. Und dann würde ich sagen, schnappt euch was zu trinken und dann würde ich sagen, los geht's und schön, dass ihr dabei seid. Ich melde mich dann doch schneller wieder, als mir lieb war, ehrlich gesagt. Just in dieser Sekunde, nachdem ich den Clip aufgenommen hatte, wo ich euch erkläre, worum es geht, fängt das hier an zu regnen wie die Sau. Ich kann das nicht anders sagen. Es regnet immer noch. Ich bin komplett nass. Ich habe jetzt eben in Windeseile versucht, das Tarp abzuspannen. Aber so schnell, wie das jetzt hier geregnet hat, habe ich keine Chance, irgendwie was aufzuspannen. Es ist nahezu alles nass. Ich habe jetzt wirklich notdürftig da unter dem Tarp meine ganze Elektronik und sowas alles verstaut. Das ganze Kochzeug und so weiter, das ist mir egal, wenn das nass wird. Ich habe aber mal einen Schluck Kaffee getrunken und habe mir gedacht, ich nutze jetzt die Chance und rede ein bisschen so in die Kamera, anstatt mich jetzt da schön hinzusetzen. Und zwar möchte ich als allererstes mal ein riesen Dankeschön sagen an jeden Abonnenten, an jeden neuen Abonnenten. Ich finde das richtig geil, dass die Community wächst. Das motiviert mich natürlich auch umso mehr, tolle Videos für euch zu machen, auch wenn ich so oder so gerne raus in die Natur gehe. Aber dann überlege ich mir gerne auch mal was Spezielles, so wie jetzt hier. Ich hätte das auch alles zu Hause oder irgendwo auf dem Balkon machen können. Wollte ich aber nicht. Ich wollte das echt haben. Ich wollte das besonders machen und viel mehr besonders als jetzt geht's eigentlich gar nicht. Auch wenn es quasi da mehr oder weniger alles ins Wasser gefallen ist sozusagen. Aber das hält mich nicht davon ab, trotzdem dieses Video zu machen. Im ersten Moment war ich natürlich sauer, weil ich auf so einen Regen nicht vorbereitet war.
auch, obwohl es eigentlich Blödsinn ist, eigentlich macht man ja erst das Dach, dann ja, die Sitzmöglichkeit etc. Soll auch vollkommen egal sein. Auf jeden Fall erstmal ein recht herzliches Dankeschön und vor allen Dingen ein recht herzliches Willkommen an jeden neuen Abonnenten. Ja, als allererstes möchte ich euch gerne mal einen Ausblick geben, so wie die nächsten Wochen für mich aussehen werden. Es wird natürlich die eine oder andere kleine oder größere Wanderung geben. Sowas mache ich halt eben eher spontaner, außer es sind wirklich Tageswanderungen oder sogar mehr Tage hintereinander. Sowas wird natürlich über längere Zeit geplant. Aber was jetzt ganz konkret im Juli ansteht, am 3. Juli, ist der Megamarsch in Düsseldorf. Da bin ich in der Startgruppe um 9 Uhr. Da bin ich auch äußerst motiviert, diese 50 Kilometer so schnell wie es eben irgendwie möglich ist runter zu rocken. Ich habe im Höhenprofil gesehen, das ist absolut zu vernachlässigen. In der Wanderung, mit der ich, wo ich mit dem Sebastian unterwegs war, ich glaube, das waren auf 37 Kilometern 660 Höhenmeter. Und bei Megamarsch in Düsseldorf sind es 49,1 Kilometer, also 50 in dem Fall, bei, ich glaube, nur 230 Höhenmetern. Also ganz ehrlich, absolut zu vernachlässigen. Und als ich das ein oder andere Video gesehen habe mit dem Verpflegungsposten nach 10 Kilometern, ich glaube, den ersten werde ich mir auch sparen und wird direkt weiterziehen. Man kennt sich ja selber, man hat so ein Gefühl dafür, was funktioniert und wann man was machen sollte und wann eben nicht. Wobei das natürlich auch so ein bisschen temperaturabhängig ist. Wenn ich an den ersten Megamarsch im letzten Jahr denke, diesen Wir gehen weiter, wo ich da in Düsseldorf an Düsseldorf-Geresheim nach 42 Kilometern gesagt habe, finito. Aber das war sogar, meine ich, einer der heißesten Tage im vergangenen Jahr. Und ja, mal davon abgesehen, waren die Schuhe auch noch eine Nummer zu groß. Also da hatte ich noch meine Probleme. Aber mittlerweile kann ich euch sagen, ich habe meine optimale Kombination gefunden, habe ich euch ja auch das ein oder andere Mal schon in einem Video erzählt. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Und ich hoffe, dass der Megamarsch auch stattfindet. So wie es ja aktuell aussieht, gehen die Corona-Zahlen massiv nach unten. Was ja für die Veranstaltung spricht, dass sie stattfinden kann. Ich will es schwer hoffen, weil ich habe richtig Bock darauf. Klar, diese ganzen Maßnahmen und so weiter, mit Maske eventuell, das ist zwar äußerst, ja, nicht optimal, gerade wenn man ins Warm ist, aber naja, ich bin auf jeden Fall bereit, in diesen sauren Apfel zu beißen und ja, ein Video wird es selbstverständlich dazu auch geben. So, das nächste Thema wäre dann der Livestream. Ich hatte ja schon mal gefragt, ob ihr Interesse daran habt und was euch da so für Themen interessieren. Eine Webcam ist mittlerweile vorhanden. Das heißt, in der nächsten Zeit werde ich mich mal konkreter mit einem Livestream befassen und auch die technische Komponente so ein bisschen ausprobieren und den ein oder anderen Test-Livestream machen vielleicht, wo ich dann auch Zuschauer zulasse, die mir dann eine Rückmeldung geben können, ob das von der Qualität her so passt. Und also da freue ich mich auf jeden Fall riesig drauf. Da habe ich von meiner Frau eine Webcam zum Vatertag geschenkt bekommen. Also vielen Dank an dieser Stelle. Ich liebe dich sehr und ich bin echt stolz, dass du ja mein Hobby, mein Spaß hier unterstützt und hin und wieder auch meine Videos schaust. Ich liebe dich. Und ja, also ich werde auch in den nächsten Tagen dann bei Instagram nochmal fragen und nochmal darauf hinweisen. Und ein weiteres Thema, das hatte ich jetzt unter einem der letzten Videos gelesen. Da hat jemand gefragt, ob ich bei der Bundeswehr gewesen wäre und ob ich nicht darüber mal ein Video machen könnte. Kann ich natürlich machen. Wenn euch konkrete Themen dazu interessieren, schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Wenn es jetzt speziell um die Grundausbildung geht oder was man da im Gelände gemacht hat oder sowas, da gehe ich gerne drauf ein. Ist zwar schon einige Jahre her, aber so gewisse Dinge, die vergisst man ja nicht. Und ja, also wie gesagt, wenn euch sowas auch interessiert, schreibt das gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr sonst allgemein Videovorschläge habt, Ideen, die ich mal machen sollte, dann natürlich auch. Und ja, wie ihr seht,
Es ist immer noch so ein bisschen am Regnen, aber so langsam lichtet sich hoffentlich der Regen so ein bisschen. Ich werde jetzt auch bei dem Tarp da nichts mehr machen. Das werde ich gleich, wenn ich alles mit euch besprochen habe, alles zusammenpacken. Und dann werde ich nach Hause gehen, dann kommt halt irgendwo eine Wäscheleine und dann trocknet das. Ja, aber sowas hält mich halt nicht auf und ja, muss man halt durch, ne? Und zu guter Letzt ein letztes Thema, und zwar die erste Übernachtung im Wald. Ob das jetzt nun so ein Setup ist wie hier mit Hängematte. Mir ist natürlich auch vollkommen klar, dass das keineswegs eine optimale Lage ist hier. Oder in einer Hütte, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber da ist auf jeden Fall was in Planung. Bleibt auf jeden Fall dran, da wird es dann natürlich auch ein Video zu geben. Und da habe ich ganz konkret nochmal eine Frage an euch. Und zwar habe ich hier schon einiges an Ausrüstung zu Hause. Aber was mir fehlt, ist eine anständige Isomatte, die jetzt nicht so ein Riesenklopper ist, sondern die man ganz gut in einen Rucksack unterbringen kann. Wenn ihr da einen Tipp habt, dann schreibt den auch gerne mal in die Kommentare oder schreibt mir gerne per Instagram mal eine Nachricht, dass ich mich da mal ein bisschen schlau machen kann. Da gibt es ja unzählige Marken, Expert und wie sie alle heißen. Ja, also da vertraue ich auf jeden Fall auf euer Fachwissen. Da bin ich absolut Neuling, muss man wirklich so sagen. Ich hätte natürlich auch das Tarp hier ratzfatz irgendwie aufbauen können, aber ich hatte in dem Fall wirklich keinen Bock mehr. Es war sowieso alles nass. Ich schweife schon wieder vom Thema ab. Schreibt mir mal, was ihr da für Isomatten habt, die ihr empfehlen könnt. Und ja, damit soll es im Prinzip das eigentlich auch gewesen sein. Ich baue jetzt hier mein ganzes Gelumpe gleich wieder ab. Es zieht sich nämlich schon wieder zu und es wird schon wieder ordentlich dunkel hier. Und aber ich zeige euch jetzt im Anschluss noch ein paar Abbauszenen, selbstverständlich. Und dann verabschiede ich mich bei euch an dieser Stelle noch nicht, sondern erst, wenn wir oben wieder auf dem Wanderweg sind. Und ja, dann würde ich sagen, ratzfatz abbauen. Und dann geht es erstmal wieder hoch auf den Wanderweg. So, und dann sind wir wieder zurück auf normalen Wanderwegen. Dadurch das Dickicht zu laufen, richtig toll. Am Anfang, als ich da ankam, habe ich ein richtig schlechtes Gefühl gehabt, weil ich hier unweit schon mal irgendwo im Wald drin war und habe da eine Plane abgespannt. Und es war genauso ein Wetter wie jetzt. Auf einmal kam da ein Jäger oder ein Förster oder was auch immer mit Hund und der knüppelt da ordentlich durch mein Lager, macht da alles durcheinander. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, das Video verlinke ich unten mal in der Videobeschreibung. Ja, jetzt geht es für mich nach Hause, die Sachen aufhängen, trocknen, sauber machen. Ja, das ist halt notwendiges Übel bei so einem Wetter, aber so ist das halt. Und ja, ich möchte mich nochmals recht herzlich bedanken bei euch, bei jedem Abonnenten, finde ich richtig toll. Falls ihr es noch nicht getan habt, schaut gerne mal auch bei Instagram vorbei. Und mit diesen Worten bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns garantiert im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg.